Dies ist ein Orchester mit Instrumenten aus Müll. Das aus diesem Ort stammt. Catoira in Paraguay. Ein bewohntes Sumpfgebiet voller Dreck, Müll, arm und trist. Am Rande der Hauptstadt Asunción. Mit ihm fing alles an, Fabio Chavez. Vor 17 Jahren fuhr er zum ersten Mal nach Catoira in seinem neuen Job als Umweltingenieur auf der Müllkippe des Viertels. Damals beschloss er, das Leben der Menschen, vor allem der Jugendlichen hier, zu ändern. Die Kinder, die hier jeden Morgen aufwachen, sehen am Horizont diesen Müllberg, wo jeden Tag mehr abgeladen wird. Ich wollte, dass die Musik ihnen neue Horizonte schenkt. Als Hobbymusiker begann Fabio Chavez, die Kinder und Familien des Viertels für Musik und Instrumente zu begeistern. Viele hier leben von dem Wenigen, was ihnen das Sammeln und Recyceln von Müll einbringt. Mit dem 14-jährigen Adna Chena übt er seit 4 Jahren auf dieser Gitarre. Die Leute hier empfangen mich jedes Mal mit einem Lächeln, als ob ich ihnen das Schönste der Welt bringen würde. Ich bringe lediglich Musik mit, aber das reicht ihnen. Mittlerweile spielt Adna auf seiner Gitarre aus Blechdosen Volkslieder. Ich will einmal so sein wie Fabio. Das ist mein Traum. Er hilft Leuten wie uns und ist immer voller Freude. Adnas Vater Claudio Chena ist froh, dass sein Sohn musiziert, statt Drogen zu verkaufen. Als ich klein war, hatte ich solch eine Möglichkeit nicht. Deshalb unterstütze ich Adna so gut ich kann. Ich bringe ihn so oft es geht zu den Proben. In das Viertel der Müllsammler hat Fabio Chavez die Musik gebracht. Und damit ein Stück Hoffnung. Nicht weit entfernt liegt seine Musikschule. Sie wurde finanziert durch Spenden auch aus dem Ausland. Beim Recyclingorchester von Catoira, wie es heißt, spielt William Lopez eine wichtige Rolle. Gerade hat er einen alten Ölkanister gefunden. Ideal für Instrumente aus Müll, aus Kanistern, Dosen oder diesem Backblech. Ich kenne mittlerweile die Geheimnisse eines guten Klangs. Dieses Backblech zum Beispiel klingt besser, wenn das Essen darin früher oft angebrannt ist. William Lopez war früher Händler auf dem Markt, mit einem mickrigen Einkommen und wenig Perspektiven. Heute dagegen baut er die Instrumente der Schule. So oft er kann, bastelt und erfindet er neue Klangkörper. In allen Größen, Farben und Formen. Vor Jahren hat Fabio mich angesprochen, mir in die Augen geschaut und gesagt: William, ich sehe in dir ein großes Potenzial. Probier das mal. Seitdem entwickelt, stimmt und spielt der 20-Jährige die Instrumente, durch die diese Schule weltberühmt geworden ist. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Verbaut wird alles, was taugt. Auch Dosen, Löffel und Gabeln. Dieser Kontrabass war früher mal ein Ölfass. Das haben wir an irgendeiner Straßenecke gefunden oder im Meer. Keine Ahnung, was für ein Öl da früher drin war, aber er klingt verdammt gut. Ein bis zwei Wochen sitzt er an einer solchen Recycling-Geige. Diese Geige hat vorn eine Oberfläche von einem Farbeimer, hinten ein Backblech. Auch das war oft angebrannt.
Dieser Steg ist aus Mangoholz und hier habe ich eine Nudelgabel verbaut. Das Schulgebäude haben sie erst vor wenigen Jahren bezogen. Davor mussten sie in einer alten Hütte proben. Die Schule ist ein Gemeindeprojekt. Wir geben keinen formalen Musikunterricht. Es gibt keine Zertifikate und kein strenges Programm. Alles orientiert sich an den Bedürfnissen der Menschen dieses sehr armen Stadtviertels. In Kateura gibt es Dengue und andere tropische Viren. Dazu kaum Perspektiven. Fabio Chavez wollte das ändern, als er auf der Müllkippe arbeitete und begann, mit den Kindern der Müllsammler zu musizieren. Das war eine der ersten Unterrichtsstunden. In der Straße mit 10 Kindern. Dort drüben beim Müllrecycling war meine Arbeit. Nach Feierabend blieb ich eine Stunde länger und lehrte sie Gitarre spielen. Damals, vor 17 Jahren, kamen plötzlich immer mehr Kinder hinzu. Als immer mehr Kinder Geige spielen wollten, fehlten uns Instrumente. Doch Geigen sind hier teurer als eine ganze Hütte. Weil wir uns nicht anders zu helfen wussten, bauten wir kurzerhand Instrumente aus Müll. Damals hätte ich nie gedacht, dass diese Idee weltweit bekannt werden würde. Das hat dieses Viertel nachhaltig verändert. Auch das Leben von Adna und seiner Familie. Jeden Samstag pilgern sie zur Musikschule. Ich will unbedingt im Leben vorankommen, Karriere machen. Als Lehrer. Samstags üben hier mehr als 400 Musiker und Musikerinnen. Mit Müllinstrumenten und auch mit normalen. Die Schule, inzwischen der kulturelle Mittelpunkt des Viertels Kateura. Fabio Chavez kann man mit Fug und Recht als das Herz und Hirn dieses Ortes beschreiben. Diese Schule ist wie eine Oase im Armenviertel. Wir unterrichten die Jugendlichen ja nicht nur in der Musik. Wir geben ihnen auch sozialen Halt, was wichtig ist. Denn die Menschen in Kateura müssen irgendwie überleben. Trotz Konflikten, Drogenhandel und Kriminalität. Deshalb brauchen sie diesen Freiraum. Alle üben für ein wirklich breites Repertoire. Mozart, Beethoven, paraguayische Volkslieder und auch die Filmmusik der Serie Games of Thrones. Mein Cousin hat mich hierher mitgenommen. Seine Mutter, meine Tante, hat hier früher auch gespielt und ist weltweit gereist. Mit den besten Schülern geht Fabio Chavez jedes Jahr auf Welttournee mit seinen Instrumenten aus Müll. Mal auf Einladung von Südkorea, mal von der spanischen Königin. Oft monatelang. Selbst beim Papst waren sie schon. Bei uns lernen die Schüler früh, Verantwortung zu übernehmen, Reife. Viele Jugendliche sind bereits die Lehrer der jüngsten Schüler. Sie fühlen sich bereit dafür, vor anderen Kindern zu stehen und zu unterrichten. Eine davon ist die 17-jährige Celeste. Sie hat bereits 21 Länder bereist, um Konzerte zu spielen. Auch Celeste wohnt in Kateura.
Wie so viele Häuser hier wird auch das ihrer Familie immer wieder bei Flut überschwemmt. Das hält sie aber nicht davon ab, alles für die Musik zu geben. Die Schule ist für mich wie eine zweite Familie. Seit ich 9 bin, spiele ich dort und bin als Mensch dadurch gereift. Am spannendsten fand Celeste Südkorea und ihre allererste Reise. Ich war 8, als ich zum ersten Mal im Ausland war, in Peru und in den USA. Das war wunderbar. Ich musste mich damals überwinden, mit nur 8 Jahren ohne meine Eltern zu reisen. Familien wie die von Adna erhalten auch Sozialhilfe vom Orchester, um Schulmaterialien und Gesundheitsausgaben bezahlen zu können. Immer weniger Bewohner des Viertels geraten auf die schiefe Bahn. Dank des Recycling-Müllorchesters können viele Schüler Musik studieren. Sie erhalten Stipendien und kommen so voran. Sie haben daher mit Drogen nichts am Hut. Das sollte sich Paraguays Regierung mal zum Vorbild nehmen. Jedes Mal, wenn er ein Konzert spielt, gehen wir hin. Es fasziniert mich zu sehen, wie mein Sohn musiziert. Die Idee wurde aus der Not geboren. Jetzt sind sie dank ihrer Müllinstrumente weltberühmt.